Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Hofbergbahn. Ja, immer noch bei Regen. Gut, wenn ihr auf die Ingame-Zeit guckt, es hat sich auch nicht wirklich viel getan momentan. Ich habe den Helfer losgeschickt. Und zwar auf Feld, ich sag's euch sofort, wo es an dich entfährt. Auf Feld 2. Es müsste eigentlich Hafer sein. Wo ist ein Hafer? Ja, genau. Ja, man dachte, das ist mal was anderes. So, und dann habe ich mir überlegt, weil ich habe ja zwei Fässer hier. Ich möchte ja das Wasser jetzt schnell auffüllen bei den Gewächshäusern. Und da habe ich mir überlegt, ich nehme ein Fass mit hoch und lasse das oben. Ich möchte aber keins von den Fässern, die ich auf dem Hof habe, jetzt beiseite stellen. Oh, okay. Was ist da los? Oh, das ist bestimmt wegen dem Fass. So. Schnell vorspulen zum Gucken. Na. Ja, ich möchte eben keins von den Fässern hier da hochstellen, weil das brauche ich ja hier. Einmal das Kleine zum die Tiere tränken und das Große, habe ich ja gesagt, würde ich jetzt da die Milch erstmal lagern. Und jetzt habe ich mir gedacht, wir kaufen einfach für die Gewächshäuser nochmal ein Fass, oder? Da oben werden wir nur öfter eins brauchen. Aber jetzt ist hier schon wieder voll. Servus. Ja, servus. Herrschaftszeiten, der Typ. Was will denn der eben? Ich hätte einfach nicht schon wieder so viel Roggen reinkippen sollen. Aber mei, ich hab's ja auch bloß gut gemeint, gell? Naja, gut. Jetzt können sie auf jeden Fall wieder produzieren. Dann, ja, kaufen wir ein Fass. Das setzen wir dann schnell zurück. Was kauft man denn für eins? Achso, halt, 7.500, ich glaube 18.000 ist zu groß. Wir nehmen das. Das machen wir. Dunkelblau, oder? Nee, das geht nicht. Es geht einfach nicht. Ich weiß nicht, wieso. Es muss so sein, frag mich nicht. Ah ja, schwarz ist schon okay. Brauchen wir keinen. Brauchen wir einen Trichter? Wenn ich jetzt so wüsste, für was der war, gell? Ich weiß es nicht mehr. Das ist ja für Gülle. Ah, was weiß ich. Lass mal den Trichter dran. Ist der nicht für das Wasserding? Naja, was auch immer. Halt mal. Nee, passt schon. Lass mal dran. Sonst haben wir, glaube ich, alles. Also, das können wir uns das überhaupt leisten? Ja. Ich weiß, das echte Mädel hat sich. Es hat sich so viel geändert an der Karte und an den Fahrzeugpacks. Und es ist. Dann hat Andi das wieder dazu gemacht und das wieder weggenommen, weil es nicht funktioniert hat. Und ach, keine Ahnung. Das ist einfach alles ein bisschen zu viel, um sich das alles nur zu merken, wenn man nicht die ganze Zeit. Ah ja, habe ich noch. Die ganze Zeit damit arbeitet. Und bei den Gewächshäusern waren wir jetzt echt schon ewig nicht mehr. Warum auch? Wir haben andere Sachen gehabt zum Angucken. Da guckt man sich natürlich das neue Zeug an und probiert das aus und guckt, wie es funktioniert, gell, bevor man jetzt da. Ja, mit den alten Sachen weitermacht. Was ich jetzt mal gucken kann, wir haben doch hier irgendwo nur mal so einen Wassertank. Wo sind denn die alle? Oder haben wir bloß einen auf dem Hof? Kann nur sein, dass bloß einer ist bei den Hühnern. Dann mache ich den halt leer. Weil dann können wir das schon mal mit hochnehmen. Da oben bei den Gewächshäusern ist. Wo fahre ich denn hin? Bei den Gewächshäusern ist ja nun mal so ein Tank, so ein Regenwassersammler. Oh, 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 oh.
Na, jetzt aber. Ah, da ist so gar nichts drin. Schön. Doch. Doch so viel. Sauerei. Ja, doch, da ist schon voll. Da muss ich ihn eigentlich mal fragen, ob er da was umgestellt hat, weil die waren doch anfangs immer voll. Hat man dann immer so ein kleines Startkapitälchen bekommen? Quasi. Und volle Regenwassertanks? Nein. Wie rum fahren wir denn jetzt am geschicktesten? Ja, Kornmühle, gell? Anders macht es keinen Sinn. Ja, was war jetzt der Trichter da oben drauf? Ich weiß es nicht. Aber wir haben einen, falls wir einen brauchen. Ich meine, man kann nie genug Trichter haben, gell? Vielleicht wollen wir mal sowas abfüllen. Oh. Außerplanmäßig ist auch gut. Es ist eigentlich schon eingeplant, dass die Tanks auch mal leer werden können. Also ich habe das eingeplant, deswegen habe ich ja auch so viel Saatgut-Big Bags vorbereitet, um den Tank nachzufüllen. Aber meine Helfer sehen das immer ein bisschen anders. Vielleicht ist er jetzt auch im Mittag gegangen. Kann sein, wir haben sie schon 1:30. Und ich bin hier immer noch unterwegs mit leerem Magen. Frühstück ist lange her. Zieht sich schon auch da hoch, gell? Stellt euch mal vor, wir müssen noch immer hochgucken, wenn wir Wasser auffüllen sollen. Nee, nee, das Fass bleibt oben, passt schon. Wo gehen Sie denn nochmal rein? Hallo? Ich komme auf mein eigenes Gelände nicht. Ja, ich weiß, da ums Eck ist das Tor. So, dann. Naja. Naja. Schlecht. Wo kriege ich denn jetzt hier Wasser her? Hä? Leck, ich glaube, ich habe mir noch gar keinen kein Schacht oder sowas geholt. Ja, Regenwassertank bringt nicht sehr viel. Das Multikauf bringt auch nichts, weil das kostet mich sehr viel Geld. Brauch ein Wassersilo. Dann halt doch so ein Wassertank, aber das ist so hässlich. Aber ich habe sonst nichts anderes. Also ich glaube nicht, dass ich mir... Nee, das sind nur Bienenstöcke. Ich habe mir da nichts besorgt gehabt. Nee. Ja, dann hilft alles nichts. Dann halt der. eBay. Um Gottes Willen. Oh, schön. Bis auf die Straße raus. Ja. Toll. Mhm. Hilfe! Hey, was jammert der denn? Wo füllt man das Ding jetzt hier auf? Ah, doch. Ich habe doch das Fass weggestellt. Was willst du von mir? Kuhweide! So geht's denn jetzt nicht mehr? Was hat's denn für Beschwerden? Sehr seltsam.
Na, das ist ja wunderbar hier gelungen mit dem Platzieren, wie immer. Ganz toll. Ist blöd, dass da hinten keine Anzeige ist. Da dürfen wir eh noch einen Haufen Zeug hochschleppen. Gott sei Dank haben wir die Halle da. Mal Setzling und Kisten und sowas alles noch besorgen und hochfahren. Aber dazu müssen wir erst wieder ein bisschen sparen, gell? Was ist da jetzt los? Sag bloß, ich muss jedes einzeln umstellen. Ah ja. Wo habe ich denn das umgestellt? Da! Ach je. Herrje! Ah ja, klar, muss ich das bei jedem. Ha! So. Da kann ich lange rumprobieren. Reicht nicht ganz. Müssen wir dann gleich nochmal auffüllen. Mein Gott, das habe ich schön versaut da draußen. Oh weia, oh weia. Wie ist denn das jetzt mit dem... Wer macht da so Lärm? Mit dem Landschaftscharakter. Oh Gott, ich kann doch das nicht. Aber das muss ein wenig runter. Hallo. Und das Ding muss kleiner. Radius ändern. Absenken. Oh, mein Gott. Und wieso ruckelt das so? Na? Ich hab's. Oh Gott sei Dank. Ey, was hängt denn das so ab? Ich guck euch das mal an. Das folgt dem Mauszeiger gar nicht. Ja, mei, gell. Ist halt das nur vom Hinbauer. Das wird schon zuwachsen irgendwann. Nicht. So, weiter geht's. Ich könnte vielleicht mal probieren, dass ich da den Boden... besser nicht. Ich habe so das Gefühl, ich mache es dann bloß schlimmer. Das mit dem Angleichen war jetzt bestimmt bloß ein Glückstreffer, also mit dem Absenken. Und ich möchte mein Glück nicht überstrapazieren. Aber es ist ja super, dass das auch noch ruckelt wie die Sau. Haben wir ein wenig verschätzt beim Verbrauch hier oder beim Bedarf vielmehr? Langt nicht ganz für eine komplette Reihe. So.
Nee, da geht's aus. Aber ich glaube, der Verbrauch war ja nicht so riesig hoch. Jetzt warten wir es einfach mal. Voll mache ich jetzt trotzdem alle. Das heißt, wir fahren jetzt nochmal schnell vor. Oh, sehr gefährlich da. Was ist da eigentlich drin? Tomaten? Alles verdorrt. Alles hin. Angeschwogelt. Wie man so schön sagt. So, jetzt kann ich das Fass wieder zumachen, weil das fühlt sich durch den Regen leider nicht. Okay. Also das haben wir gesagt, bleibt da. Sonst werde ich da erstmal jetzt gerade nichts investieren, also nicht bei dem Kontostand. Achso, halt mal eigentlich können wir abkürzen, gell? Was gucke ich denn jetzt da umeinander? Da tun wir doch gar nicht rum. Den setzen wir zurück. So. Schon ist passiert. Das ist ja Gott sei Dank in Hofnähe, können wir gleich auffüllen. Was das jetzt ist mit den Milchkannen, weiß ich nicht. Aber ich denke mal schon, dass das vielleicht am Fass lag. Kann gut sein. Ernsthaft. Wieder zweit weg. Wieso? So, schnell Dünger auffüllen, Saatgut auffüllen, dann schmeiße ich gleich wieder der Helfer aufs Feld. Oh, kann ich mir den dann überhaupt nur leisten? Das könnte ein bisschen knapp werden. Sonst fahren wir halt einfach beim nächsten Mal schnell ein paar Snuja-Bohnen verkaufen, dann haben wir wieder ein bisschen Kleingeld. So, ja, ich würde aber sagen, für diese Folge komme ich zum Ende. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht und freue mich natürlich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin, wie immer, eine gute Zeit und ich sage Tschüss.